Well done, 47. You can now redesign your home a bit to make it more you. Moinsen, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und Hitman, World of Assassination und dem Freelancer-Modus. Wir haben heute wieder mal das Finale des ersten Abschnitts. Diesmal in Bangkok. Hoffe ich. Ansonsten erzähle ich schon wieder Quatsch. Aber ich meine, es müsste wirklich Bangkok sein. Und da schauen wir mal. Eine Naschkatze haben wir, eine Leseratte, nur Tiere. Und ich vermute vier Verdächtige, ne, hier im ersten Abschnitt. Sehe ich hier schon Pilz irgendwo? Da, bist du ein Pilz? Du bist ein Pilz. Oh Gott, habe ich Adleraugen. Ja. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Das Gift nützt da vielleicht gar nicht so viel, weil die Naschkatze hat üblicherweise immer selbst Süßigkeiten dabei, also nimmt nichts irgendwo vom Buffet oder so. Finde ich persönlich schade. Aber es kann ja auch nicht immer einfach sein. Und da müssen wir mal schauen, also wenn die... Der Verdächtige, ich weiß es nicht. Die verdächtige Person einen Lieblingsleseort hat zum Beispiel, ne? Dann könnte man den ja in die Luft sprengen. Wieso finde ich denn heute keinen rostigen Nagel und nix hier? Kann doch nicht sein. Warte mal, ich habe den letztens an irgendeinem ganz anderen Ort gefunden irgendwie, ne? Hier. Zack. Ja, da müssen wir mal schauen, was sich da ergibt. Super viel Ausrüstung haben wir natürlich nicht zur Verfügung. Ja, vielleicht kann ich mal wieder so ein... Wie heißt denn den Killer, glaube ich, ne? Erledigen, damit ich dann die schallgedämpfte Waffe von dem wenigstens bekomme. Okay, es gibt noch irgendwo einen dritten Ort für die Münze. Keine Ahnung wo. Aber Münzen überbewertet. Nee, in Bangkok kriege ich da Münzen irgendwie. Ja, bestimmt finden wir da irgendwo Münzen. Wenn nicht, muss ich mir halt mit irgendwelchen Klapperdosen oder so aushelfen. So, aber erstmal schauen und dann ganz wichtig immer generell bei Hitman, aber in diesen Finals hier ganz besonders, Finalen, keine Ahnung, nichts überstürzen, ne? Alles ganz genau angucken erstmal. So, vier Verdächtige, ein Kurier haben wir noch, ein Tresor, Axtkill. Axtkill. Ziel vergiften mit Betäubungsmittel. Nee. Excellent, 47. We have now tracked down the syndicate leader's location. Lautloser Killer, keine Feuerwaffen. Ja, vielleicht schaffen wir das. I've provided you with new intel. Das ist gut. Geheimtreffen. Brille, Hut, Ohrringe, Glatze. Hut und Glatze. Ah, könnte tricky werden. Schauen wir mal. Nehme ich mir so einen Überbrücker mit, sag mal. 9 von 12, ja, und dann reicht es gerade noch so für eine Waffe, ne? Aber der Überbrücker könnte vielleicht tatsächlich nützlich sein. Was nehme ich denn mit? MP-Waffen? Ach nee, ich soll ja keine Schusswaffen benutzen, aber ich nehme natürlich vorsichtshalber trotzdem irgendwas mit, ne, damit ich mich verteidigen kann. Was will ich denn haben? Ach, ich weiß es nicht. Ich habe keine billige schallgedämpfte Waffe mehr, leider. Lasst mich mal kurz überlegen, wie kriege ich denn am besten die Kameras ausgeschaltet? Da müsste ich mich halt reinschleichen und dann... Das ist vielleicht alles nicht so einfach. Ich werde mal die Krugermeier 2-2 mitnehmen. So als Backup. Ah, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Schauen mal, was passiert. Safe journey, 47. Vielleicht gibt es auf Stufe 1 auch gar nicht so viele Kameras, wie ich jetzt befürchte. Vielleicht kommen wir da drum rum, Kameras ausschalten zu müssen. Aber drauf verlassen möchte ich mich nicht unbedingt.
Ja, zur Not opfer ich den lautlosen Killer keine Feuerwaffen halt. We now know the leader's location. However, you will need to do some recon to make sure you get the right target. On the other hand, we do know this. They are attending a secret meeting. We also have the following description on their looks. We know that they have no hair. They are wearing earrings. They are wearing glasses and wearing a hat. As to habits and vices, your target has a sweet tooth and they like to read. Be it keeping up with the times or simply wanting to be inspired. I hope this will help. Don't disappoint, 47. Zwei sind direkt hier vorne. Glatze Hut. Oh, warte mal, war Brillenerkennungszeichen? Ja, Brille ist ein Erkennungszeichen. Dann können wir ihn hier schon mal ausschließen. Ja, welcher ist denn der richtige Knopf hier? Achso, du bist gar kein Verdächtiger, du bist ein Killer. Okay. Wo ist denn der zweite Verdächtige? Ach, vor ihr. Hi. Leserate, okay, er könnte es sein. Ich schaue nochmal in die Infos gerade. Ohrringe. Ohrringe und Brille. Er trägt einen Ohrring. Er könnte es sein. Ich kann nur ihr Zeichen, das sie gerade über dem Kopf hatte, nicht so richtig zuordnen, wenn ich ehrlich bin. Aber er wird auch vom Killer verfolgt hier, ne? Nee, sie wird vom Killer verfolgt, okay. Wäre natürlich cool, wenn er es direkt wäre. Killer in der Nähe. Wo denn? Sie doch nicht, oder? Hey. Sir, that red tie really compliments your hair. Dankeschön. You're welcome. Was hat er da gemacht? Er geht raus, da darf ich nicht hin. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe ihn noch nicht irgendwas naschen sehen. Kommt er hier drüben wieder rein, oder was hat denn der vor da draußen? Ich sehe ihn nicht von hier aus. Das ist natürlich blöd. So, habe ich hier irgendwas zum Werfen gefunden inzwischen? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, dich wollte ich nicht. Menno. Ich wollte eine Sicherheitsverkleidung. Ah, okay. Geht doch. Hier ein bisschen die Vase demoliert. Hey, es kann vorkommen. So, wo ist denn unser Verdächtiger? Der treibt sich jetzt auch irgendwo da drüben rum. Badezimmer von Cross. Wo ist denn das? Im Aufnahmestudio. Okay, da brauche ich natürlich noch eine ganz andere Verkleidung. Aber vielleicht kümmern wir uns erstmal
Beauty Camberwell Lounge. Okay. Wäschereiraum, Personalraum. Ich muss wahrscheinlich auf den Hinterhof, ne, für das Sicherheitsdings. Oder halt hier, der Sicherheitsraum ist halt schwierig tatsächlich. Ohne EMP-Ladung. Könnte das wirklich, wirklich tricky werden. Ja, halt, stopp, ich will da mit rein. Ich will da mit rein, ich will da mit rein. Lass offen, danke. Hier gibt es nämlich Münzen. Hier schläft der Typ. Sei ihm natürlich auch gegönnt. Als Aufnahmecrew-Mitglied konnte ich mich hier direkt verkleiden. Okay. Das war natürlich auch nicht so schlecht, ne? So, lass mich raten. Ich komme hier aber trotzdem ohne Schlüsselkarte nicht rein. Ja, ich brauche irgendwo eine Master... Wenn ich jetzt sage Mastercard, dann... Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich brauche halt so ein Master-Key irgendwie. I just don't feel safe at all. Warum denn nicht? Was ist denn los? Props for the security crew. Genau. Mega Props. So, ich verfolge sie einmal, dann kann ich sie vielleicht ausschließen. Was ist denn das da für ein Zeichen? Über ihrem Kopf. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Okay, sie raucht, also sie ist es auf jeden Fall nicht. So, keine Verdächtige. Sie hat halt den Killer im Schlepptau. So, ich guck mal, dass ich hier irgendwie zum Hinterhof da zur... Gibt's gar keine Kamera heute? Okay, interessant. Zur Sicherheitshütte komme. Oh, bisschen Geld. Okay, das nehmen wir. Ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber... Vielleicht folge ich ihm auch mal unauffällig. Okay, er läuft nur bis dahin. Das bringt mir halt relativ wenig. You're no quitter. I've got to give you that. Look, I can fix this thing. I'm holding in on the problem. I just gotta... Na, HWK 21 Covert. Ja, geil. Seit wann findet man so geilen Scheiß da drin? Shit. For like an obscene amount of money. I just gotta get the engine running. That security seems tight today. You crummy old tuk-tuk. Ist der lautlose Killer jetzt gelaufen? Ja. Ist das die Managerin? Und wenn ja, was tut die hier hinten? Da bin ich halt echt direkt in sie reingelaufen.
Ich dachte, ich könnte hier ein bisschen was klauen. Oh, Platz hier. Ich will das... Okay, darf ich nicht. Dann nehme ich halt das mit. Aber wenn sie die Managerin ist, dann hat sie doch garantiert einen Generalschlüssel, oder? Ich habe halt so gar keinen Plan, wo ich sie unauffällig ausschalten kann. Gibt es hier irgendwo Ablagen? Ich kann die ja auch nirgendwo hinlegen, die Menschen. Die würden dann hier liegen. Keine Ahnung, ob ich da Bock drauf habe. Wahrscheinlich eher nicht. So, sie geht in die Lobby zurück, aber ich werde mich jetzt wirklich erstmal um die Kameras kümmern. Weil die mich, glaube ich, mehr nerven als die Managerin. Hier gibt es gar keine Aufnahmegeräte mehr. Das ist ja frech. Habt ihr hier irgendwo so einen Sicherheitsausweis, Schlüsselkarte rumzuliegen? Irgendwie nicht so sehr, ne? Das ist natürlich auch belastend. Fusil? Ja, nehme ich mit. Hey, weiß man ja nie, wann man es mal gebrauchen kann. Wird es bestimmt noch zu einer Schießerei kommen. So wie das hier schon wieder läuft. So, wo ist denn die Managerin? Oh, die läuft gerade da draußen, glaube ich. Genau, da schmuggle ich mich einfach mit rein. Wie viele Leichenverstecke gibt es denn hier? Zwei sehe ich. Na, von der Seite kann ich das nicht machen, ne?
So, sie läuft da ab und zu mal durch die Gegend. Wie mache ich das denn? Das Ding zu zerschießen wäre natürlich relativ easy. Da kommt noch einer rein. Was hat denn der für eine Route? Weil ansonsten könnte ich ja einfach Leute hier hinter verstecken, ne? Die gucken zu sehr hier in die Richtung. Das kann ich nicht bringen. Scheint auch niemand was zu trinken oder so. Tja, wie mache ich das? Da geht sie schon wieder durch. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein, ne? Katastrophe. Ja, vielleicht lasse ich das mit den Kameras einfach so. Wo sind denn hier die nächsten Verdächtigen? Ich glaube nämlich eine Etage höher. Und Gurken noch welche. Oh, zwei Etagen höher gurken die rum. Ich könnte unauffällig das Kostüm der Aufnahmecrew benutzen. That is none other than Ken Morgan, New York lawyer. He's the attorney in the Jordan Cross case. You know, when he was prosecuted for murdering his girlfriend, remember? Müsste es hier nicht auch irgendwie Münzen geben? So, einen Generalschlüssel habe ich ja jetzt immerhin geklaut. Auch wenn ich sonst nichts gebacken bekommen habe. Also wir schauen mal, ist sie das, die hier die ganze Zeit durchpatrouilliert? Ich denke schon, ne? Ah, Security. You look well prepared. Ja. Okay, und ihn hier? Also die beiden schalte ich erstmal aus und dann kann ich den Raum da vielleicht doch irgendwie übernehmen. Das schaffen wir schon. Nee, du doch nicht.
Oh, geh du jetzt bitte nicht darüber. Oder ist das die Patrouillierende? Ne, die ist nämlich hier. Die will ich also gar nicht haben hier. Geh mal weg, bitte. So einen Generalschlüssel zu haben ist super schön. Liegt hier was? Nee. Das Blaue sah so aus, als wenn es was sein könnte. Hier liegt ja nirgendwo was rum. Nee, das war auch nur so ein Schokoladentäfelchen. Gibt es hier drin irgendwo einen Schrank oder so? Nicht mal das. Okay. Also das dauert jetzt ja alles ein ganz kleines bisschen. Aber warum denn er? Ihn will ich nicht. Ich nehme auch ihn zur Not mit. Schon erwähnt, dass es jetzt alles ein bisschen dauert. Ja, einfach hier in die Ecke. Kann ich wenigstens gleich den Staubsauger benutzen. So, das Schöne ist, die haben natürlich keine Ahnung, wer sie erledigt hat. Ich könnte jetzt ein ganzes Lager einrichten. Natürlich gar nichts über den Staubsauger drüber, aber ist ihm egal. Ich entvölker da jetzt alles. Und dann kann ich dann irgendwann auch die Kameras ausschalten.
Dann stressen die mich zumindest nicht mehr. So, das hier bringt gar nichts scheinbar. Super. Merkwürdig. Mal sehen, wie viele Personen ich da unterbringen kann, unauffällig. Sehen, wer der jetzt rauskommt. Immer kommt sie da zuerst raus. Ah, okay, er durchschaut mich natürlich. Hat er eine andere Verkleidung als ich? Nee. Ist leider nicht hier irgendwie der Chief oder so. Der hat ja auch nicht so einen Helm, ne, sondern eine Schirmmütze. Das ist ja wohl super easy hier. Ach, aber sie schickt immer jemand anderen vor, ne? Das ist. Habe ich noch einen Generalschlüssel? Super. Ach, als wenn er mich jetzt gesehen hätte. Aber ist mir auch egal. Ich will nur die Kameras loswerden. Damit ich nicht hier gefilmt werde bei irgendwas, wobei ich nicht gefilmt werden möchte. Genau.
Reicht es eigentlich, wenn ich die beseitige, die Bewusstlosen, die mich gesehen haben? Weiß ich nicht. Könnte ich ja mal ausprobieren, ne? Also gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Ich befürchte ja beinahe nicht. Normalerweise gibt es hier einen Tresor. Wo ist denn eigentlich der Tresor dieses Mal? Ach, der ist da hinterm Empfang vorm Lieferbereich. Wow, okay. Das ist aber eine merkwürdige Location eigentlich für den Tresor. So, Kameras sind aus. So, ich schnapp mir hier mal einfach ein. Ja, den letzten, der mich gesehen hat, am besten. Das müsste es ja dann... Oh Gott. Du sein. Tüte den auch hier gegenüber einfach ein. Und dann schauen wir mal am Ende, ob es was hilft. So, Kameras sind aus. Wohin möchte ich jetzt? Nach oben immer noch. So, kann ich hier irgendwo außen hochklettern, unauffällig? Über den Balkon? Gibt es hier überhaupt einen Balkon? Ne, hier gibt es keinen Balkon. Kann ich das wohl nur hier machen? Ich könnte natürlich nach ganz oben klettern. Hier irgendwo irgendjemand verstecken. Ich glaube, das ist ein bisschen zu heikel. Nicht hängen, jedenfalls nicht lange. Aber hier kriege ich halt auch nur Aufnahmecrew eigentlich, ne? No, I'm just comatose today. No, I'm good, thanks. I'll pop down in a moment. So you keep saying. What do you care? Dexie Barrett is Jordan's manager. He's not the boss of us. Who's in 04 anyway? She didn't say. So, mal sehen, ob es hier irgendwas gibt Spannendes. Ich hätte super gerne Bodyguard-Verkleidung. Oh, hi. Die liegen da auch halb bewusstlos am Boden.
Ah, hier gibt es leider auch nichts. Nee, da muss ich mir wohl irgendwie was organisieren. Hey, you seen Ramon? No? Probably sleeping in a closet somewhere. Not where Ramon is. Ich wollte gerade sagen, die Lounge ist leer. Nee, aber ist sie nicht. No, the cake looks fantastic, but we're still missing the topper. Could you get one of the kitchen staff to bring it up here? It's just a pair of numbers, right? What do you think makes him tick? Why would someone like Jordan Cross, who's like a multi-billionaire by birth? So, wir gucken mal, ob ich hier irgendwie einen hinlocken. Ach, da gegenüber gibt's welche. Bist du ein Bodyguard? Bist du? Ich guck mal, ob ich da rein kann. Nice to see you. Keep walking. Aber hier sieht es nicht unbedingt nach Versteckmöglichkeiten aus. Doch, hier ist ein Schrank. Be careful now. Das war auch schon beinahe zu einfach. So, jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass ich hier durchschaut werde. Heyo. So, hier oben ist, glaube ich, immer kritisch, ne? Ja. Ach, er ist hier. So, die Frage ist, kann ich den da oben ausschalten? Dann könnte ich mich hier auf jeden Fall ein bisschen freier bewegen. Sieht aber eher schlecht aus. Ja, dann verfolge ich hier erstmal meinen Verdächtigen. Oh, wo ist denn der jetzt hingerannt? Treppe. Oh, ich habe noch eine Idee für die Managerin, fällt mir dabei auf. Aber ihn jetzt so zu verfolgen, dauert natürlich auch ewig. Vielleicht hätte ich mir echt erstmal die anderen angucken sollen. Eyes open, mind sharp. Jojo. So, wir haben ihn schon beim Lesen gesehen. That's Abel De Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. Er ist auch eine Naschkatze. Okay, er ist mein Hauptverdächtiger. Jetzt müsste ich ihn nur noch... irgendwie bei einem Geheimtreffen erwischen. Ich markiere ihn mal als Hauptverdächtigen. Barrett,
Geht denn das? Achso. Indie vinyl hipster fanatics. They insist that the soft currency EP was better. I like their earlier stuff. So predictable. But to me, Providence is where Jordan and I... Okay, dann gehen wir noch mal nach oben. I love the suit. Bin ich hier auf der richtigen Seite? Nicht wirklich, ne? Man, respect. So, das Coole ist, ich darf jetzt hier überall sein in dem Outfit. Und ich habe einen Generalschlüssel. Also ich bin eigentlich so gut wie unaufhaltbar. Oh, auf einmal ist hier ganz schön leer. So, wir schauen mal, wo sind da unsere anderen Verdächtigen? Die verteilen sich hier so ein bisschen. Oh fuck, gibt's doch nicht. You need to hurry. The target is trying to escape. Warum? Warum? Wo ist denn der? Das ist da drüben auf der anderen Seite auf der Treppe. Ich fange die einfach hier ab. Okay, I'm with you. 100%. So, wie wäre ich denn jetzt los? Sind da viel zu viele in der Nähe? Kann ich ihn irgendwie aufhalten? Ich kann ihn halt gar nicht aufhalten. Okay, das lässt natürlich jetzt nur... The leader has been eliminated. Get back to the safe house. I'll be in touch. Find the shooter. Understood. Ah! Huh? You got a bullet here that wants to say hi to your friend. Als wenn die wissen, wie ich aussehe. Oh, oh. Was schießt denn da? Ah, geht weg. Geht weg, hört auf zu schießen. Ja, nee. Okay, das war blöd, dass sie da geflüchtet sind, ne? Also ich wurde da scheinbar... aus nächster Nähe identifiziert und das hat dann direkt zur Flucht geführt. Vielleicht war es auch ein Speer oder so. Das kann auch sein. Auf jeden Fall war das nicht geil. Jetzt habe ich die Krugermeier auch noch mitgenommen gehabt und verloren. Aber er war es wirklich, ne? Ich hätte ihn einfach töten sollen. As you failed your campaign 47, the syndicates got away. However, I'm sure you learned a few useful tricks. Ja, total. Let me know when you're ready to take on a new assignment. Ach, das war einfach wieder Mist. Es lässt sich ohne Instinkt halt manchmal einfach nicht verhindern, dass man da einfach so in jemanden reinrennt. Ja, man kommt um eine Ecke und dann steht er halt da und dann hat man halt Pech. Naja, gut. Dann beim nächsten Mal nochmal neu für heute.
Ui, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.